zurück zu ChannelCon, heute wieder aus einer etwas ferneren Ecke. Die heutige Sendung führt uns nach Belgien, zu AntwerpCon Nummer 3. Und da sah es folgendermaßen aus. Im Norden Belgiens findet sich das alte historische Städtchen Antwerpen. Die Adresse für Diamantenliebhaber und einmal im Jahr für Geeks und Nerds bei der jährlichen AntwerpCon. Sicherlich, dass man in einem Riesenbazar für Merchandising stand, was nicht nur durch seine Menge umfangreich war, sondern erst recht durch seine Vielfalt. Sammlerstücke zu suchen war gar nicht nötig und stolperte darüber. Größeren Cons sind hier gerade mal 5 Darsteller anwesend, plus einen Regisseur. Das machte den familiären Reiz aus. Darunter 3 gute Bekannte. Ein Wiedersehen mit den Cenobiten von Hellraiser 1 und 2. Gut gelaunt und freundlich wie immer. Catherine E. Coulson für die Twin Peaks-Fans. Für Star Wars als auch Indiana Jones-Fans interessant, Julian Glover. Und nun aktuell in Games of Thrones. Ebenso Finn Jones und Ian Hanmore. Nächster Unterschied, das Unterhaltungsprogramm, bestehend aus unzähligen Spielautomaten bis hin zum Table-Rollenspiel. Robot Games bot die Möglichkeit, Robot Wars mal live zu erleben.
die typischen, bekannte und seltene Ausstellungsstücke. Für mich die vielleicht interessanteste Ausstellung, einmal sämtliche Spielekonsolen beieinander. Und das ist jetzt für die junge Generation. Ja, ab dieser Konsole bin ich mit dieser Technik groß geworden. Und ja, diese Konsolen haben genauso viel Spaß gemacht wie die PlayStation. Ha! So viel dazu. Man fühlte sich als Fan in der Tat sehr willkommen. Erst recht Cosplayer, welche in ihren umfangreichen Kostümen schon selber Stars waren. Alles in allem ein schöner kleiner Ort zum Treffen von Gleichgesinnten und einem ausgiebig zum Shoppen. Das Unterhaltungsprogramm war zahlreich, interessante Gäste aus allerlei Medien, eine gute entspannte Atmosphäre und der Eintrittspreis von 10 Euro war mehr als angemessen. Noch in diesem Monat gibt es weiterhin viel zu entdecken. Die folgenden Conventions für den Monat Mai. In unserer nächsten Sendung berichten wir euch von der FedCon und auf unserer Webseite findet ihr über die Cosplayer von der AntwerpCon noch einen kleinen Themenclip in den nächsten Tagen. Bis dahin, see you later.